Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode. Es ist keine Prognose, sondern ja einfach nur ein fiktives Turnier, das nicht tatsächlich existiert. Aber FIFA hat ja jetzt mittlerweile einen Hallenmodus, den versuche ich hier einfach mal zu testen. Alle 18 Mannschaften aus der Bundesliga sind dabei. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefällt oder lasst eine Bewertung da, um zu zeigen, ob das ja vielleicht Zukunft hat, dieses Projekt für die Winterpause. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten, wer ist euer Favorit fürs Turnier? Auch das würde mich interessieren. Los geht's jetzt mit Leipzig gegen Schalke. Die Turnierregeln sind einmal in der Videobeschreibung zu finden. Und dann, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten geht's jetzt los. Wie gesagt, mit Leipzig gegen Schalke. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Den Auftakt in die Bundesliga-Hallenmeisterschaft macht Leipzig gegen den FC Schalke 04. Schalke in den schwarzen Trikots von rechts nach links in den ersten 3 Minuten. Die dicke Chance zum 1:0. Caligiuri nutzte sie. Eiskalt bleibt er vorm Tor. Nutzt den Abpraller. Gulaschi dann geschlagen. Kommt nicht mehr rechtzeitig hoch. Leipzig nun auch mit ersten Angriffen. Schubert mit der Parade. Ut einige Übersteiger hier am Ball. Dann hat er das Auge für Daniel Caligiuri. Aber den kann Gulaschi dann halten. Unterhaltsame erste Halbzeit, von Fehlern teilweise geprägt. Man wollte nicht zu viel falsch machen. Und dann doch schon im zweiten Durchgang das 1:1. Timo Werner schlägt zu, nutzt den Fehler aus. Schalke nun gefordert, will hier gerne gewinnen. Das Auftaktspiel Utsu Caligiuri 2:1. Und so schnell kann es dann doch wieder gehen. Gulaschi überfordert bzw. durchtunnelt bitter für den Ungarn. Nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Leipzig mit allem, was sie haben. Schick Leimer zu Timo Werner. Der scheitert erst am Aluminium, schlägt dann doch noch zu und schießt das ganz späte 2:2. Bitter für Schalke. Ihnen wird hier kurz vor Schluss noch der Sieg aus den Fingern gerissen. Mit dem 2:2 können sie dann unter dem Strich, aber zum Auftakt wahrscheinlich auch leben. Das zweite Spiel in Gruppe A zwischen Wolfsburg und Frankfurt. Die Wölfe grün in diesen Trikots laufen sie auf und wollten hier früh in Führung gehen. Richtig gute Chance. Jeffrey Bruma verliert aber vor dem Kasten die Nerven. Ist halt eben im echten Leben nur Innenverteidiger. Die erste Hälfte von Wolfsburg dominiert. Gute Chance. Schlager mit dem Abschluss. Kein Erfolg. Zweiter Durchgang. Wolfsburg im Vorwärtsmarsch mit diesem Fehler. Da Costa fängt den Ball ab. Das ist Bastos. Der dribbelt schön rum. Und da Costa. Zwei Chancen. Beide Male muss er es machen. Beide Male kann er es nicht erledigen. Eine Minute im zweiten Abschnitt gespielt. Frankfurt kam jetzt richtig gut rein. André Silva. Super Chance, starke Parade von Castells. Im zweiten Ding hat er dann ein bisschen Glück, dass der Silva den Ball über den Kasten hinwegköpft. Wolfsburg im Vorwärtsmarsch jetzt endlich mal und dann auch erfolgreich. Joao Victor anderthalb Minuten vor Spielende mit dem 1:0 und dem entscheidenden Treffer, denn danach gab es keine Möglichkeit mehr. Wolfsburg schlägt in Gruppe A Frankfurt mit 1:0, nicht unverdient. Topspiel zum Auftakt in Gruppe B. Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen. Gladbach in weiß, Leverkusen dementsprechend in schwarz. Das ist Jonas Hofmann, versucht sich da mal, scheitert an Radetzky. Gute Parade vom Finnen im Kasten der Leverkusener. Sommer taumelt hier durch den eigenen Bereich. Baumgartlinger setzt gut nach und dann Arangis, kann es aber nicht ausnutzen, setzt den Ball nur an den Pfosten. Die erste Hälfte fast abgelaufen. Alassane Plea, wunderbare Übersteiger. Dann stark von Radetzky. Elvedi kann es hier nicht machen. Kann er schon, macht er aber nicht. Zweiter Durchgang. Arangis trifft, weil er noch behindert wird. Auch nur das Aluminium. Parade von Sommer. Dann geht es in die andere Richtung. Plea, auch er trifft nur den Pfosten. Die Tore eben verdammt klein. 20 Sekunden noch bis zum Ende. Noch einmal Borussia Mönchengladbach. Plea und da ist Nico Elvedi.
15 Sekunden vor Schluss macht er das entscheidende 1:0, schießt damit Gladbach zum Sieg in Gruppe B. Leverkusen hingegen startet dementsprechend mit 0 Punkten. Mit Gladbach und Leverkusen in der Gruppe gilt es für Augsburg und für Mainz hier bestenfalls den Dreier einzufahren. Ansonsten wird es schwer in der Gruppe zu bestehen. Es sind ja 5 Mannschaften in Gruppe A und Gruppe B. Kein einfaches Unterfangen. Salai lupft hier den Ball ab an Jauwe Leo. Kommt da vorbei. Nein, an Suchi, aber nicht an Kubek. Der erste Durchgang, nicht wirklich viele Möglichkeiten. Nochmal Augsburg jetzt in die Arme von Florian Müller. Der fischt das Ding ohne Probleme weg. Der zweite Durchgang, Mainz im Ballbesitz. Nun von links nach rechts. Gut ausgespielt, Brosinski aber direkt in die Arme von Kubek. Keine Probleme für den Fuggerstädter Schlussmann. Onisivo setzt hier gut nach, hat die Pille, hat die Übersicht. Salai aber nicht die Nerven. Kubek, richtig starke Doppelparade. Es gab Chancen en masse, aber der Treffer wollte nicht fallen. 1,5 Minuten noch, Florian Niederlechner zu Suchi und jetzt schlägt dazu 1:0 für Augsburg. Die letzte Minute läuft schon, nochmal eine Chance für Mainz. Brosinski zu Soloi, der hatte richtig viele Situationen, die er hätte lösen können, aber nicht löste. So verliert der erste FSV Mainz 1:0 gegen Augsburg. Gruppe C. Bayern gegen Hoffenheim, Bayern in Rot, Hoffenheim in Blau. Wenige Augenblicke gespielt, dann die erste Möglichkeit für die Bayern. Lewandowski legt sich den Ball selber hoch, aber gibt dann eher den Ball zurück zu Baumann. Der fischt den ohne Probleme aus der Luft. Hoffenheim braucht ein bisschen, um hier reinzufinden. Auf Kleinfeld nicht unbedingt das gewohnte Spiel. Kader Schabek mit dem Abschluss, aber vorbei. Nun Neuer hier ein bisschen mit Risiko. Spielerisch soll es hinten gelöst werden. Lewandowski verliert den Ball an Kader Schabek. Spätestens jetzt hätte er es machen müssen. Starke Parade von Neuer. Wenige Augenblicke noch zu spielen im ersten Durchgang. Baumann jetzt auch mal mit einer richtig starken Tat. Das hätte es sein können. Zweiter Durchgang, jetzt der bessere Beginn bei den Sinsheimern. Stafilidis zu Rudi und wieder Kader Schabek, der hatte Chancen. Spannender Auftakt hier. Jetzt Lewandowski mal mit dem Ballgewinn. Dann eine kleine Körpertäuschung, etwas zu überhastet. Der Abschluss in die Arme von Oliver Baumann. Beide Teams spielten auf Sieg. Bayern mit der nächsten Möglichkeit. Lewandowski aber kriegt nicht genügend Druck drauf. Nun die Schlussphase. Serge Gnabry nochmal. Wunderbarer Übersteiger da. Mit dem Roulette geht er vorbei. Scheitert aber an Baumann. Am Ende bleibt es beim 0:0 zum Auftakt zwischen Bayern und Hoffenheim. Das Parallelspiel. Union gegen Köln in Gruppe C, 15 Sekunden hier knapp von der Uhr. Jetzt die Geisböcke in Weiß im Vorwärtsmarsch. Tirode scheitert an Giekiewicz. Dicke Aktion hier für die Domstädter. Nun Andrich, wunderbar, wunderbar. Und dann muss er es machen. Giekiewicz geschlagen, liegt am Boden, doch er kriegt den Ball nicht ins Netz. Halbe Minute noch zu spielen im ersten Durchgang. Nochmal eine Chance für Köln. Simon Tirode, stark von Giekiewicz. Pardon, von Timo Horn. Natürlich, Giekiewicz steht auf der anderen Seite im Kasten. Zweiter Durchgang. Jetzt eine interessante Aktion. Terodde, aber auch wieder ohne Erfolg. 1,5 Minuten knapp noch im zweiten Durchgang zu spielen. Sprich, die Hälfte ist schon vorbei. Eine letzte Möglichkeit. Schlotterbeck in die Arme von Horn. Mehr kam nicht. Union und Köln trennen sich 0:0 in einer eher langweiligen Partie. Nun auch Anstoß in Gruppe D. Dortmund gegen Freiburg eröffnet die vierte Vierertruppe hier im Turnier. Akanji hat eine gute Ballbehandlung. Super Abschluss. Götze nochmal abgefälscht. Lukas Höhler gerade so dazwischen.
Stark aber was Schwarz-Gelb hier in wortwörtlichem Sinne aufs Parkett zauberte. Guerrero mit dem Abstoß. Sehr gute Parade von Schwolo. Petersen will spielerisch lösen. Dicker Fehler von Schwolo. Und Guerrero weiß das auszunutzen. Mit einem super Seitfallzieher lässt er sich zurecht. Für Feiern. Freiburg jetzt im zweiten Durchgang. Etwas mutiger. Dominik Heinz. Spielerisch gut gelöst. Bürki. Erst gut, dann mit etwas Glück. Aber das hat er sich als Tüchtiger hier auf jeden Fall verdient. Aufregende Anfangsphase hier im zweiten Durchgang. Das ist Götze. Er erhöht 2:0. Lässt diesmal Schwolo keine Chance. Trifft noch den Innenpfosten. Von da geht der Ball in den Kasten. Das Spiel trudelte nun so langsam auf. Das Ende hinzu. Für die Breisgauer kam nur ein doppelt erzwungener Lucky Punch in Frage. Der kam nicht. Dortmund schlägt Freiburg mit 2:0. Relativ ungefährdet hier in Gruppe D. Zum Abschluss des ersten Spieltags nochmal Hertha BSC gegen Düsseldorf. Die haben insbesondere in der Relegation eine ganz besondere Geschichte miteinander geschrieben, aber das ist hier logischerweise irrelevant. Was für ein Fehler von Jahrstein und Zimmermann. Weiß es einfach nicht auszunutzen, gibt den Ball relativ leichtfertig wieder her. Aber große Fehler bei Hertha hier in Berlin, auch vielleicht unter etwas genauerer Beobachtung. Der Treffer wollte aber nicht fallen. Jahrstein hält die Kugel fest. Risiko bei Blau-Weiß. Jetzt aber vielleicht mal mit der Belohnung. Das ist Rekik. Vor Steffen kann er aber nicht die Nerven bewahren. Das hätte es sein müssen. Zweiter Durchgang. Boyata treibt den Ball an. Schließt ab. Steffen hält die Hände hoch und kann ihn gut halten. Wieder dieses Rumgeplänkel da hinten. Das kann ganz gefährlich ins Auge gehen. Ibisevic, jetzt kann er es vielleicht ausnutzen mit der Hacke. Aber Steffen ist da, hält den Ball von Boyata. Doch Hertha wurde nun besser. Ibisevic nochmal. Boyata, Ibisevic. Schöner Doppelpass. Ibisevic bleibt da eiskalt vor Steffen und schießt ein zum 1:0. Der Bosnier mit dem Treffer. Entschied diese Partie, Düsseldorf kam nicht mehr zu nennenswerten Möglichkeiten, muss sich hier geschlagen geben zum Abschluss des ersten Spieltags. Jo, dann sehen wir hier einmal im Überblick die Ergebnisse des ersten Spieltags auf der linken Seite. Der zweite Spieltag folgt jetzt auch noch, bleibt also sehr gerne dran. Noch einmal kurz auf die Tabelle geschaut aus Gruppe A bis D. Ganz genau. Und dann soll es weitergehen mit dem zweiten Spieltag. Dann steigt auch Bremen ein ins Turnier. Bremen jetzt auch dabei. Gruppe A. Frankfurt startet ins zweite Spiel. Bremen in grün. Von links nach rechts. Muss sich hier erstmal auf dem Rasen wohlfühlen und reinfinden. Aber das klappte richtig gut. Super Aktion von Davy Klaassen. Das, was in der Bundesliga nicht klappt, ist hier richtig stark. Wunderbar vorbei an André Silva, der ist eben kein Verteidiger. Nun Frankfurt mit dem ersten Abschluss. Pavlenka kann da eigentlich alles klar machen, macht zweimal den gleichen Fehler und Fernandes nutzt es aus. Ausgleich im ersten Durchgang. Nun der zweite Abschnitt, schon auch ein bisschen wieder vorübergegangen, Hälfte vorbei. Das ist jetzt mal Makoto Hasebe gegen Pavlenka. Silva kann nicht mehr rechtzeitig reagieren. Jetzt wurde es besser. Silva gegen Pavlenka. Szene noch nicht geklärt. Hasebe verliert den Ball. Es geht in die andere Richtung. Klaassen rüber zu Claudio Pizarro. Pizarro! Aber er scheitert. Kostic nochmal die Chance. Holt den Ball von Bargfrede. Hasebe zu Silva. Pavlenka hält. Und damit auch das 1:1 fest. Bremen startet ins Turnier mit einem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Wolfsburg gegen Schalke. Spieltag 2 in Gruppe A wird dieser nun beendet mit dieser Partie. Wolfsburg in Hellblau gegen schwarze Schalker. Robin Knoche gegen Schubert. Gute Aktion hier von beiden Akteuren.
Castell spielt den Ball raus, fast etwas zu lasch. Brekalo wird dadurch in Bedrängnis gebracht. Das ist Matija Nastasic und der weiß es auszunutzen. Ein super Treffer vom eigentlichen Innenverteidiger vorbei an Castells. Der erste Durchgang aber noch nicht vorüber. Nochmal Nastasic. Die Chance zum Doppelpack, er nutzt sie nicht. Bleibt hängen an Castells. Zweiter Durchgang, viel ging nicht. Wolfsburg wollte aber den Ausgleich. Brekalo, Josip Brekalo, Robin Knoche mit etwas Glück setzt er sich hier zwei, dreimal durch und erzielt den Ausgleich. Schubert komplett bedient, dicke Möglichkeiten, den Ball dann schon zu klären. Hier der Fehler, Knoche nutzt ihn aus. 10 Sekunden noch, gab es hier das Finale Furioso. Knoche zu Brekalo, Brekalo gegen Schubert, es war vorbei. Die letzte Chance vergibt Wolfsburg, muss sich dann hier gegen Schalke mit einem 1:1 zufrieden geben. Damit ist nun das Teilnehmerfeld komplett. Der SC Paderborn steigt als letztes Team noch mit ein gegen den ersten FSV Mainz 05. Traten die schwarzen Paderborner von links nach rechts hier durchaus mutig auf. Die erste Chance gehörte ihnen. Robin Zentner fängt den ganz leicht ab. Paderborn aber mutig. Mainz hinkte ein bisschen hinterher. Das war noch kein guter Auftritt der 05er. Niakate raus zu Onisivo. Jetzt vielleicht mal nicht wirklich gefährlich. Zweiter Durchgang wurde nicht viel besser. Katastrophale Fehler, die in die Gegenseite umschlagen. Sven Michel in die Arme von Zentner. Die letzte Aktion nochmal, keine Minute mehr auf der Uhr. Adam Soloy, der Ungar, geht an. Wo ist die Unterstützung? Da findet er sie. Schonlau passt aber auf, entschärft das Ding. So bleibt es beim 0:0 in einer mittelmäßigen Partie. Augsburg gegen Leverkusen. Halbe Minute gespielt im ersten Abschnitt. Der FC Augsburg nach vorne durchaus mutig. Niederlechner schließt ab. Wendell grätscht rein. Verhindert erstmal Schlimmeres. Leverkusen tat sich hier schwer. Kam dann zu dieser Chance, die es hätte sein müssen. Lucas Alario wird gut freigespielt, trifft aber nicht den Kasten. Leverkusen, aber jetzt schlugen sie zu Sven Bender. Im ersten Versuch scheitert er noch an Kubek. Dann ist aber die Erfahrung mit dem Spiel. Der zweite Durchgang nun für Leverkusen wieder erfolgsträchtig. Havertz zu Sven Bender, der fast mit dem Doppelpack. Kubek hat Glück, fischt den Ball im zweiten Versuch. Dann raus. Rauveleo hier mit dem Ballverlust. Kai Havertz aber ebenfalls etwas fahrlässig. Die Chance zum 1:1 hier wohl die größte in der Partie. Nun nochmal Havertz. Alario, Wendell, da sieht er Havertz. 2:0, 50 Sekunden vor Schluss. Danach war alles klar. Havertz entscheidet diese Partie. Der FC Augsburg verliert mit 2:0 gegen Leverkusen. Absolut verdient. Das war ein starker Auftritt im Endeffekt von Bayern 04. Bayern logischerweise haushoher Favorit gegen Union Berlin, doch beide Teams spielten im ersten Spiel ihre Partien torlos 0:0. Union Berlin damit eigentlich von jeglichem Druck befreit. Hier hatten sie die Chance, Christian Gentner, aber schafft es, den Ball nicht an Neuer vorbeizubringen. Lewandowski jetzt, aber der Treffer. Der erste für die Bayern im Turnier. Javi Martinez hält den Fuß in. Lewandowski bereitet das vor. Stark gemacht, aber auch relativ schwach verteidigt von den Eisernen. Und Bayern wollte einen drauflegen. Müller, und er legte einen drauf. 2:0 für den FC Bayern. Ist da recht ungedeckt. Schlägt dann zu. Vorbei an Rafa Gikiewicz. Zweiter Durchgang. Union Berlin aber gab sich hier noch lange nicht geschlagen. Polter erobert den Ball. Dann Subotic, der an Neuer scheitert. Aber nochmal Union.
Da ist Polter und mit etwas Glück eiert er den Ball über die Linie. Pech für Neuer in der Szene, doch er sollte sich nicht mehr bestrafen, weil Gikiewicz einen folgenschweren Patzer hier ablieferte. Kimmich nutzt es aus. 3:1 für Bayern, alles war klar. 4 Punkte damit auf dem Konto der Münchner. Sieht aussichtsreich aus vor dem dritten Spieltag. Nun das zweite Spiel in Gruppe C, Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Die Sinsheimer gewinnen hier den Ball. Ilas Bebu treibt ihn an, sieht dann Samasuku, der aber nicht wirklich damit umgehen kann. Köln stand erstmal in der Defensive kompakt, wollte hier keine Fehler machen. Ezeboe holt sich die Pille, dann stark in die Mitte gespielt. Baumann hält den Fuß rein und fischt den noch aus. Halbe Minute noch zu spielen im ersten Durchgang. Köln wurde jetzt wirklich richtig gut. John Córdoba mit seinem Körper in der Halle. Kaum zu stoppen, schließt dann ab. Kader Schabek wehrt den Ball ab. Zweiter Durchgang, gerade beginnt er. Der erste FC Köln mit dem Ballbesitz. Der Ball geht dann aber nur ins metallische Fangnetz. Hoffenheim gefordert. Wer hier verlieren sollte, der kann sich dann gefühlt schon aus dem Turnier verabschieden, aber es war ja noch nicht vorbei. 2 Minuten noch zu spielen. Kader Schabek, unglaublich, wie er den nicht über die Linie bringt. Auf der anderen Seite aber auch stark gehalten von Horn. 5 Sekunden noch. Der Lucky Punch auf dem Fuß von Pavel Kader Schabek. Nein, schon wieder scheitert er. Schafft es nicht. Somit trennen sich Köln und Hoffenheim mal wieder 0:0. Der BVB gegen Hertha, zwei Teams, die am ersten Spieltag gewinnen konnten. Sie wollten ihre Ausgangslage jetzt noch einmal verbessern. Schwarz-Gelb von links nach rechts, wenige Sekunden gespielt. Mario Götze legt sich den Ball sehenswert hoch, trifft dann aber nicht den Carsten Jahrstein, fischt ihn dann runter. Marius Wolf, Ex-Dortmunder, hat hier mit Grujic das gute Zusammenspiel. Boyata ist auch noch dabei. Wolf bringt den Ball aber nicht vorbei an Roman Bürki. Die Anfangsphase richtig robust und unterhaltsam geführt. Lukas Piszczek setzt sich da stark durch vor Jahrstein. Kann er dann aber nicht die Ruhe bewahren. Ist auch kein optimaler Winkel, zieht den Ball dann vorbei. Die Hälfte gerade mal vom ersten Durchgang vorüber. Nochmal eine gute Möglichkeit. Jahrstein hält ihn fest. Und es wurde nicht weniger. Vorerst zumindest. Götze gegen Wolf. Der erste Sieger aber gegen Jahrstein ist dann wieder nicht zu machen. Der mit seinen Tentakeln ist kaum zu überwinden. Nun Götze gewinnt den Ball. Zweiter Durchgang. Mario Götze. Schöner Pass in die Mitte. Wieder Jahrstein. Und dann, es lief die Zeit davon. Beide Teams könnten mit diesem 0:0 durchaus leben, aufgrund ihres Sieges im ersten Spiel. Aber auch beide wollten gewinnen. Bürki hält den Ball. Piszczek jetzt nochmal mit dem langen Ball. Und da ist Hakimi. Nochmal Hakimi. Jahrstein hält den Ball mit dem Kopf und hält damit das 0:0 fest. Aber wie gesagt, damit können wohl beide leben. Freiburg gegen Düsseldorf. Der zweite Spieltag wird hiermit abgeschlossen. Der SC Freiburg hier ebenso wie Düsseldorf unter Zugzwang. Beide ja im ersten Spiel mit einer Niederlage gegen Hertha bzw. Dortmund. Lukas Höhler und Schwolo. Was macht denn Schwolo da? Dicker Fehler. Versucht den 1:1 zu gehen mit Kaan Ayhan. Aber gegen den Türken verliert er hier das Duell. Freiburg mit Fehlern, wie man sie eigentlich kaum kennt. Eine Niederlage würde das sichere Ausbedeuten. Ayhan nochmal mit dem Abschluss. Parade von Schwolo. Wenige Sekunden gespielt im zweiten Durchgang. Nun wieder Düsseldorf. Ruven Hennings, super gemacht. Hennings nochmal in die Mitte gelegt. Kenan Karaman schlägt zu. 2:0 für Fortuna Düsseldorf. 2 Tore müssten noch her für Freiburg. In 2 Minuten, da ist Lukas Höhler.
dicke Chance. Doch sie können es nicht ausnutzen. Hennings verliert den Ball an Brandon Borello. Der bleibt alleine vor Zach Steffen. Eiskalt und bringt seine Mannschaft wieder ran. 10 Sekunden nur noch zu spielen. Freiburg, jetzt müsste der Treffer her. Brandon Borello nochmal. Brandon Borello in die Arme von Steffen. Und das war's dann. Damit verabschiedet sich Freiburg schon nach 2 Spieltagen aus dem Turnier. Haben noch eins auf dem Papier. Aber rausgeflogen sind sie auf jeden Fall. Jo, das war dann die erste Folge von diesem kleinen Pilotprojekt. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ja, dann sehe ich auch, ob euch das, ja, wie gesagt, gefällt und ob ich da noch eine 2. und 3. Folge von rausballern kann. Hier sehen wir einmal die Tabelle im Überblick oder die Tabellen. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Video. Haut rein und, ach ja, guten Rutsch. Adios.